So, damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, werden jetzt mit Guthrum sprechen Mein und Herz ist schwer. schauen, was er sagt. Viele kämpften für uns und fielen. Sie verdienen Frieden. Bist du bereit, sie zu ehren? Ja. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Unsere Freunde erwartet ihre Belohnung. Erweist du ihnen die Ehre? Es erwartet sie nichts. Sie lebten, sie starben. Nun verbrennen ihre Körper zu Asche. Ihre Sagas enden hier. Also, behalt das lieber für dich. Der Sieg ist unser. Doch kostete er uns viel. Jarls Kona Soma, die an Guthrums Seite stand. Wir behalten sie in Erinnerung. Von nun an. Auf alle Ewigkeit. So wie Hjör. Krieger. Ehemann. Und Freund. Er brachte das größte Opfer. Hiermit begleiche ich es. Und Hunwald, dessen gütiges Herz ihn an die Seite seines Vaters führte. Möge sein Gott ihn empfangen mit offenen Armen. Senden wir sie auf die Reise. Rest in peace. All unsere geliebten Toten. Unsere gefallenen Krieger. Auf dass sie finden, was sie suchten. Ach ja, wir hätten den Befehlshaber von Alfred nicht töten dürfen. Dann hätten die vielleicht überlebt. Aber was soll's, wir haben uns jetzt so entschieden und müssen damit leben. Schauen wir mal. Ah, lädt ein bisschen lange. Na komm. Mein Rechner läuft ziemlich warm, weil mein Zimmer so warm ist. Ich habe die Fenster zugemacht, weil es so kalt draußen ist mittlerweile. Gudrun? Als der Greve starb, gab es ihm Trost zu wissen, dass er bald seinen Gott sehen würde? Er war am Ende seltsam friedlich, als bedeutete der Tod ihm nichts. Wir stolpern durch unsere Jahre, hungrig, reißend, vergießen Blut, stehlen Gold, und nie ist es genug. Dieses Leben ist nie genug. Fändest du es nicht beruhigend zu wissen, dass es jenseits von all dem noch etwas gibt? Nicht Krieg, nicht Heldenmut, sondern Frieden, Stille. Ich denke, das Jenseits, auf das Menschen hoffen, spiegelt nur das wider, was sie im Leben bereuen. Alles, worauf ich jetzt hoffe, ist mit den Freunden, die ich fand, zu leben. Das ist, was zählt. Alfred hieß mich, meinen Lehnseid auf das Kreuz abzulegen, an dem der Sohn ihres Gottes hängt. Er hatte so viel Vertrauen in dieses schlichte Ding. Es brannte in meiner Hand, als hätte ich es aus dem Feuer gezogen. Ein Gefühl, seltsam und mächtig, doch schnell vergangen.
So etwas hatte ich noch nie gespürt. Was wirst du jetzt tun? Was ich auch tun muss. Englerland ist mein letztes Zuhause, Eivor. Und ich werde alles tun, um zu bleiben. Ich muss zu Svanhild zurückkehren und ihr von Hunwalds Schicksal berichten. Es ist besser, wenn ich ihr die Kunde überbringe. Ja, das finde ich auch. Wir gehen aber erstmal hier ins Langhaus und holen uns die Ausrüstung, die hier ist. Was geht ab? Wie kommt man da hin? Ich habe keine Pfeile mehr. Ist aber nicht schlimm. Wir müssten auch so hochkommen eigentlich. Oder auch nicht. Sind hier Pfeile? Jawohl, danke schön. Danke, danke, danke. Oh Mann. Geil. Der war nicht schlecht. Ich muss zu Svanhild zurückkehren und ihr von Hunwalds Schicksal berichten. Es ist besser, wenn ich ihr die Kunde überbringe. Mhm. Diesmal haben wir es geschafft. Soldatenpflege, okay. Und ein Level-Up bekommen, nice. Gut, schauen wir mal, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen in die Siedlung zurück. Okay. Diese blöden Süßigkeiten kleben mir am Zahn. Ein schöner Tag, nicht wahr? Eivor? Mhm. Svanhild, ich... Nein, bei den Göttern, sag es nicht. Bitte, Eivor, sag es nicht. Es tut mir leid. Oh, mein Hunwald! Nein, mein armer Schwan! Oh, Götter! Er hat tapfer gekämpft und uns in der Schlacht zum Sieg verholfen. Dein Hunwald starb als Held, und als solcher werden wir uns an ihn erinnern. Oh, Götter, er wäre in Ohnmacht gefallen, hätte er solche Worte von deinen Lippen gehört. Vielen Dank, Eivor. Danke.
Er wandelt jetzt unter Kriegern. Ja, der Glückliche. Ich schätze, das tut er. Ich weiß, dass Worte deine Wunden nicht heilen können. Ich lasse dich in Ruhe trauern. Du sollst wissen, dass wir immer für dich da sind, wenn du uns brauchst. Genau. Wir sind für dich da. Immer im Baronwald ein Freund. Müssen Randvi Bericht erstatten. Aber wo ist jetzt Alfred hingegangen? Das ist jetzt die Frage. Den will ich haben. Und wir sollten auch mit Heitam reden über Bassim. Eivor, suchte dich Bassim in Nordwege auf? Er sagte, er würde sich dir anschließen. Doch nun bist du hier und kein Wort von ihm. Heitam, ich habe schlechte Nachrichten. Bassim griff uns in Nordwege an. Vergeltung für irgendein Vergehen, ob es nun stattfand oder nicht. Du meinst, du hast ihn getötet? Sigurd und ich zusammen. Ich weiß, das ist sehr... Ich verstehe das nicht. Warum würde er so etwas tun? Er liebte Sigurd. Er liebte dich. Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht können wir eines Tages mit mehr Klarheit darüber sprechen. Fürs Erste hast du mein tiefstes Mitgefühl. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Oha. Das haben die schlecht gemacht. Der hätte uns wenigstens anschauen müssen, Heitam, und geschockt reagieren. Schließlich war Bassim sein Lehrmeister. Hey, hallo, wie geht's dir? Hey, Eivor. Hey. Wulfi. Hallo, Kinder. Gut. Keinen neuen Brief. Sonst würde das aufleuchten. Gehen wir zu Randvi. Mein Stern. Hamtunshi ist gefallen. Und mit ihm das Königreich Westsexe. Doch der Preis war hoch. Vielleicht zu hoch für das, was wir erhielten. Ruh dich aus. Das hast du dir verdient. Zu viele mussten leiden. Die Zeit wird zeigen, ob es das wert war. Und jetzt? Wohin sollen wir jetzt? Jetzt kommt was Neues wahrscheinlich, oder? Englerland befriedet. Du hast ganz Englerland befriedet, aber noch nicht alle Wunder dieser Welt gesehen. Erkunde sie weiter und schreibe deine Saga fort. Verbessere deine Siedlung, Refnar Torp und so weiter. Was stand da noch? Keine Ahnung. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Wir haben jetzt wirklich alles gemacht hier. Krasse Sache, okay. Ich habe es mir anders überlegt. Alfred lebt noch, Leute. Wir müssen ihn finden. Ich sollte gehen. Wir müssen Alfred finden. Und was gibt's hier noch zu tun auf der Karte? Okay. Wir sollten jetzt als nächstes, glaube ich, die restlichen Raids machen, alle. Was siehst du, Alter? Brauche jetzt Materialien, glaube ich, damit ich die restlichen verbessern kann. Ich schau mal ganz kurz. Hier im Geflügelhof. Genau, wir brauchen 90. Gut. Wo sind Raids? Raids. In Westsexe ist einer. Hier in Winchester ist auch einer. Dann ist hier einer. Da waren wir noch gar nicht. Okay, hier drüben ist einer. Wir müssen nämlich alle mitnehmen, alle übrig gebliebenen. Wie viele sind das? 1, 2, 3, noch 4 Stück. Ja gut, dann machen wir eine Raid-Folge. Wir fangen an. Reiten wir mal... hierhin. Ja, reiten hierhin.
Nehmen den goldenen Punkt, dann den Aussichtsturm und dann den Raid. Dann hätten wir das schon mal in dieser Folge geschafft, wenn wir dann genug Zeit haben sollten. Was ich zwar nicht hoffe, aber wenn doch, dann gehen wir direkt zum zweiten Raid. Was heißt, was ich nicht hoffe, was ich nicht denke, wollte ich sagen. Ich hoffe es immer sehr, dass wir immer genug Zeit haben, um hier alles zu machen. Ich sollte es vielleicht auch mal markieren. Also. Hey und tschö. Warum ist das unser Langschiff? Müsste ja, ne? Warum ist hat der wieder warum hat der keinen Jötunheim-Skin? Ist der wieder weg? Das war doch nichts Vorübergehendes. Das hat man doch für immer, oder nicht? Los! Wohin rennst du? Das muss ich auch mal probieren. Odins Stab ist so broken, Leute. Odins Stab ist einfach so broken. Ja, renn du mal hinter mir her. So. Rein theoretisch sollten wir erstmal alle Aussichtspunkte holen, bevor wir hier Die werden von sofort A nach B angreifen. gehen. Was? Du wirst wo? Gott wird uns nicht verlassen. Folgt mir nach. Das kostet dein Leben. Zu mir, hier. Erledigt den Feigling. Leider! Leider! So, ich verstehe. Du verstehst ja nichts. Kupfernickelwaren bekommen. Gucken wir kurz auf die Karte, ob es hier noch was gibt. Eine gelbe Truhe gibt es hier. Die befindet sich dort. Also gehen wir hier rein. Ich sagte, wir gehen hier rein. Oder auch nicht. Ich sagte, wir gehen hier rein. Immer noch nicht, okay. Ja gut, dann müssen wir wirklich von der anderen Seite hoch. Und jetzt? Wo ist die Truhe? Unter uns, wa? Na komm. Das packst du von hier. So. Ruhe und da. Die können wir einfach auch mal wegmachen. Just because. Tschüss.
schöner Soundbug auf jeden Fall. Das wäre auch eine gute Stelle gewesen, um Fische zu angeln. So, weiter geht's. Hauptsache, der abtrünnige Priester hat's überlebt, aber so mal nicht, Alter. Das haben die doch extra gemacht. Damit wir so einen Schockmoment haben. Und den haben die auch erreicht. Weil Soma war unsere erste Verbündete. Die zu verlieren ist echt hart. Sind gleich da. Forestore. So viele Briefe hier zum Lesen. Interessanter Ort. Da gibt es bestimmt was. Warte mal. Wieder runter. Wieder ganz runter. Ich wollte eigentlich, dass du das hier machst. Ja, sehr gut. Jetzt sag mir nicht, hier gibt's nichts. Wollte schon sagen. So, ganz oben vielleicht auch noch was? Nee. Okay, synchronisieren wir das mal. Zum Raid. Haben auch lange kein Raid gemacht. Wird bestimmt lustig.
So. Let's go. Gefragt! Los jetzt, Krieger! Mir bitte, ich hab Kugel gedrückt. Ich hab Kugel gedrückt. What the fuck? Lol, habt ihr das gesehen? Der hat seine Waffe aufgehoben und einen Vogel getötet. Lol. Das war lustig. Hier, nimm schon! Das war cool. Du gehörst Odin. Ich weide dich aus. Okay, mehr gibt es hier nicht. Wie sieht er unten weg? Es reicht. Was gedacht? Los, ich brauche hier Hilfe. Mal auf hier. Let's go. Komm. Reichtum erworben. Rohmaterial. Hä? Olle. Alter, dieser Stab. Ich mag zwar die Dolche auch sehr, aber dieser Stab hat's in sich. Du hättest wegrennen sollen, Häschen. Ups, sorry. Es ist schön gemacht hier, die Raid-Gegend. Gefällt mir. So schön in der Höhle eingebaut. So. Gott verdammt! Alter, ich drück die jedes Mal Tab, wenn ich die Gegend scannen will. Zack. Ab mit seinem Kopf. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Von hier? Okay. Mal gucken, ob es klappt. Nee, das war nicht gut. Der ist besser. Komm. Sie wurde wohl verriegelt. Komm schon. Ich weiß, dass sie verriegelt ist. Klappt das nicht mehr? Haben die das gepatcht? Dass man mit der Fähigkeit die Tür aufbekommt? Biras Edesim! Enough from!
Einmal aufbrechen, bitte. Hilfe. So. Rohmaterial. Da sind noch so viele Truhen. Gahunen, for your relief! Ich brauche hier drüben Hilfe. Ich brauche hier drüben Hilfe. Ey, ey, kommt her. Schneller. Rohmaterial. So, jetzt nur noch eins. Und der ist hinter dieser verschlossenen Tür. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Müssen wir mal schauen jetzt. Müssen wir mal jetzt schauen. Aha. I see what you did there. I see. Zack. Ich öffne die Tür und einmal helfen kommen, bitte. Hey, hierher! Komm, schnell! Rohmaterial. Raubzug abgeschlossen. Kloster Brimcliff. Dort holen wir die anderen für die XP. Ups. Kommt von den Seiten, strengt euch an! Treffer zeigen Wirkung! Gut, dann einmal die Karte öffnen und schauen, was ihr noch looten könnt. 1, 2, 3. Also, dann geht ihr zu diesen Positionen und lootet das Ganze nochmal. Schütze! Fundiert oder Werenschaft! Als ob wir die scheiß Treppe brauchen. Haben sie die Treppe hier hoch gemacht. Don't need you. So, da oben ist auch eins. Das habe ich eben nicht gesehen. So. Einmal hoch, bitte. Ihr denkt euch jetzt so scheißegal, ne? Die brauchst du nicht mitnehmen. Aber, das gibt euch, diese kleinen Truhen geben euch jedes Mal Herstellungsmaterialien. Und dann könnt ihr eure Sachen viel schneller upen. Selbst wenn ich das Spiel nicht auf 100% spielen müsste, würde ich das machen. Einfach aus dem Grund, damit ihr schneller hier eure Waffen upgraden könnt. Guck mal, jetzt können wir bestimmt den Stab upgraden. Siehst du? Nee, noch nicht. Was brauchen wir denn für den Upgrade? Wir brauchen mehr Erz, okay. Aber nicht mehr viel. Vielleicht können wir jetzt mit der Truhe sogar schon ein Upgrade machen. Wo ist die letzte Truhe? Ist die hier dran? Ja. Mal gucken. Wie viel Erz gibt das? Gar keine, okay. Aber immerhin Vorräte bekommen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. So, nächstes Raid-Gebiet befindet sich weiter links. Da machen wir am besten ein TP hierhin. Nach Winchester. Den machen wir aber in der nächsten Folge. Also danke fürs Zuschauen und bis gleich.